Hallo und herzlich willkommen bei Cats for the Goat. Ich bin namens Ibschimschek und es geht heute darum, dass ich zu Hause war mit den Katzen, denn wir haben einen sehr, sehr starken Sturm gehabt heute. Der Wind hat sich jetzt erst neulich ein bisschen gelegt gehabt und ich musste auch die Türen hier ein bisschen verriegeln, also vor hier nicht richtig zumachen, sondern vor der Tür hier oben zum Beispiel, dass sie nicht ständig aufgeht durch den Wind, der vom Süden kommt. Zum Beispiel den einen Sitz davor tun oder die Haustür auch unten etwas vor die Tür tut, dass sie nicht aufknallt wegen dem Wind. Denn wir haben heute einen richtig starken Wind, also richtig Sturm. Ich habe auch auf meiner anderen Seite am Teil jetzt der Livestream heute auch ein Video gemacht gehabt. Aber in der Zeit, wo es nicht geregnet hatte, bin ich dann halt im Ort spazieren gegangen und auch am Strand und habe auch den Leuten in Deutschland gezeigt, wie es hier aktuell ausschaut mit Januar. Und da waren auch natürlich viel überrascht, wie das Wetter jetzt hier heute bei uns war, denn solche Tage haben wir nicht jeden Tag, das haben wir eher ein bisschen seltener, dass hier wir richtig Sturm haben. Aber und wenn man so einen Sturm hat, ist es nicht nur, dass die Menschen das nicht mögen, sondern die Tiere mögen so einen Sturm auch gar nicht. Und die waren heute den ganzen Tag zu Hause und die sind froh, dass jetzt hier der Wind gerade aufgehört hat und dass die sich normal verhalten können und auch rausgehen können. Denn die waren auch den ganzen Tag zu Hause im Keller oder im Schlafzimmer, denn das sind halt wie gesagt Wetter, was die Katzen nicht gewöhnt sind. Und wenn es so nass ist und so windig ist, dann mögen das die Katzen halt auch gar nicht, ne? Ja, und dann, wie gesagt, habe ich mit den Katzen hier zu Hause verbracht und das werden wir euch auch gleich auch alles zeigen, wie sie sich hier fühlen und wie es hier ausschaut und wie froh die sind, dass sie gerade hier wieder rausschauen können und vor die Tür können, ne? Ja, und ich war heute wieder mit der kleinen Jutta beim Tierarzt. Die Behandlung geht bei ihr weiter. Die Nase ist immer noch verstopft. Die ist auch dort hier gerade hinter mir. Die springt da herum und ich weiß jetzt nicht, ob man das oder durchs Mikrofon hört. Man hört sie bis hierher, dass sie so laut atmet, weil die Nase halt noch sehr verstopft ist. Vielleicht kann man das nachher hören, wenn ich da bei ihr in der Nähe bin. Und der Thomas wird noch eine Woche beim Tierarzt bleiben. Seine Krankheit ist wieder gesund, aber bei ihm ist das Auge leider schon wieder nicht so gut und er bekommt auch ins Auge Medizin und auch Creme und es ist halt bei ihm schwierig, dass wir das hier machen, hier zu Hause und daher wird es beim Tierarzt gemacht und daher wird er noch eine Woche beim Tierarzt bleiben. Ich habe mir das heute angeschaut und der hat auch dieses Augenherpes und der wurde gefunden wurde beim Tierarzt, wo der da ausgesetzt wurde, waren die beiden Augen praktisch komplett weg, wie bei der Prinzessin. Aber das ist bei ihm ein Glücksfall gewesen, dass der halt das Augenherpes, dass es bei ihm nicht immer so nachwächst wie bei der Prinzessin, weil bei ihm halt die Tränenkanäle funktionieren. Aber das eine Auge ist schon wieder sehr, sehr entzündet und das wird vom Tierarzt jetzt auch eine Woche behandelt. Und wenn er dann in einer Woche wieder so weit ist, dass der kommen kann, dann holen wir ihn natürlich auch nach Hause und dann wird er hier weiterleben. Aber ich kann ihn jetzt hier nicht einmal nach Hause holen und dann versuchen ihn zu behandeln, ihn zu fangen, denn er muss die Augencreme bekommen und die Augentropfen. Und das ist halt beim Thomas unmöglich, dass ich ihn fange und ihn dadurch behandle. Und daher habe ich den halt immer noch beim Tierarzt gelassen bei der Behandlung. Und wie gesagt, der Tierarzt meinte, der soll halt eine Woche da bleiben, ne? Und wenn er jetzt nach einer Woche gesund ist, dann holen wir nach Hause. Ja, ansonsten ist alles im grünen Bereich. Der Poldi ist auch in Behandlung. Die Nervensäge war von gestern Nacht bis heute auch nicht da. Das hat wahrscheinlich mit dem Wetter auch zu tun. Wir hatten wirklich sehr, sehr starken Regen und Sturm. Die hat sich irgendwo versteckt. Also ich konnte leider die Nervensäge nicht zum Tierarzt fahren, zur Spritze. Bei ihr ist es mittlerweile so weit, dass sie die auch bekommen muss. Das merke ich auch richtig an. Und daher werde ich in kürzester Zeit sie auch natürlich zum Tierarzt bringen, zu ihrem Langzeitantibiotika und ihrer Spritze. Und ich werde sie nochmal richtig kontrollieren lassen, im Mund und im Körper und alles, weil sie jetzt schon ein bisschen älter ist. Falls noch irgendwelche andere Sorgen hätte, die man dann halt noch behandeln könnte, ne? Denn sie ist halt, wie gesagt, nicht mehr die Jüngste und die ist über 12 Jahre alt, Minimum, denn wie gesagt, die ist ja schon damals gekommen, als meine erste Katze Aschkim gekommen war und die ist ja diesen Sommer leider gestorben. Meine erste Katze Aschkim, die ja 16 Jahre alt wurde und das ist auch eine Katze, die ich niemals vergessen werde, wie dann auch, denn das war meine erste Katze, mit der hier
in der Türkei alles mit den Katzen angefangen hat, wo sie dann einen nach den anderen mitgebracht hatte, hier nach Hause. Es ging mit einer Katze hier los und mittlerweile sind es an die 60, 70 Katzen. Und das hat halt alles, das haben sie alles meiner ersten Katze Aschkin zu verdanken, die halt dann auch, wie gesagt, letztes Jahr leider gestorben ist wegen dem Tumor, wegen dem Polyp, der immer wieder am Ohr nachgewachsen ist, obwohl der zwei oder dreimal wegoperiert wurde, ist der immer wieder nachgewachsen. Ne? Und die Nervensäge ist halt eine Katze, die damals von ihr mitgebracht wurde. Und die hatten auch eigentlich ein ganz, ganz ähnliches Gesicht, einen ganz, ganz ähnlichen Blick. Gut, meine erste Katze hatte ein langes Fell gehabt, aber ich denke mal, die waren auch miteinander verwandt, obwohl die eine Kurzhaar ist und die eine Langhaar, aber das hat ja nichts zu bedeuten, die können trotzdem verwandt sein. Ne? Das sieht man ja auch zum Beispiel bei Biscuit oder bei Bounty, das sind ja auch zwei Geschwister, die Kitten von Pepe. Die eine hat Kurzfell, die eine hat Langfell und daher können sie halt auch verwandt sein. Ne? Und ich habe beim Tierarzt jetzt am Freitag ein paar Termine geholt für die Katzen, dass sie kastriert werden, denn ich wollte sie halt nicht da einfach hinbringen, weil wenn ich sie hinbringe, dann bleiben sie halt in der Box von, dann bleiben sie halt so lange in der Box, bis sie Zeit haben, sie zu kastrieren und das kann von morgens dahin bringen, die können auch erst um 17 Uhr kastriert werden. Das war letztens bei der Prinzessin der Fall und da war ich auch richtig sauer, weil ich die Prinzessin in der Früh so gegen 10:30 hingebracht hatte und um 17 Uhr war sie immer noch nicht kastriert und das Auge wurde immer noch nicht von ihr operiert. Und das hatte mich halt beim Tierarzt auch sehr sauer gemacht, dass sie dort einfach hingestellt werden in der Box und dass die halt drauf warten, bis sie dann kastriert werden. Aber von 10:30 bis um 17 Uhr finde ich schon eine ganz, ganz lange Zeit. Dann habe ich mit dem Tierarzt abgemacht, dass man die in der Mittagszeit hinbringt und man könnte sie dann um 16 Uhr abholen. Daher will ich sie halt am Freitag jetzt hinbringen, dass sie halt nicht so lange, wie gesagt, in der Box rumwarten müssen, sondern dass sie dann kastriert werden. Und wir haben hier ein paar Katzen, die zum Kastriert werden müssen. Vor allem die Elif oder die Abby oder die Petra oder die Corinna, die müssen halt alle operiert werden. Abby macht mir sowieso Sorgen. Ich habe sogar die Angst, dass sie vielleicht irgendwie schwanger ist oder so, weil die halt auch so groß ist und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, die ist nicht schwanger, weil die war auch kaum rollig hier zu Hause. Aber jetzt habe ich mir selber sowas eingeredet. Ich habe selber da so einen Zweifel. Vielleicht war sie rollig, wo ich 10 Tage in Istanbul war. Ich weiß es ja nicht. Ich hoffe nicht, weil sie hält sich auch immer im Schlafzimmer auf. Die geht ja halt eigentlich kaum raus. Und ich denke mal, dass das nicht der Fall ist, dass sie irgendwie schwanger sein sollte. Ne? Auf jeden Fall wird sie kontrolliert. Ob sie mit der Ultration, ob sie kastriert wird, ob die kastriert werden kann oder nicht. Ich hoffe natürlich, sie kann kastriert werden und dass dort nicht irgendwie wieder, so wie letztes Jahr bei Starshine oder bei Luna, wo das passiert ist, dass sie dann schon schwanger waren, wo man dort halt auch nicht kastrieren konnte. So wie jetzt zum Beispiel bei der Abby mussten wir die Kastration und alles verschieben und die ganzen Impfungen, weil wir die Katzenseuche hier zu Hause hatten. Und wenn die Katzenseuche zu Hause ist, dann verschiebt man ja sowohl das Impfen als auch das Kastrieren. Und daher hat sich das halt bei Abby alles ein bisschen verschoben. Denn die anderen sind ja schon kastriert, die Heidi, die Prinzessin oder die Phyllis. Und natürlich werden auch die anderen alle noch kastriert, die kastriert werden müssen. Ne? Und man hört auch die Wellen bis hier oben her. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Mikrofon hört, aber es ist kein Wind, das ist der Wellenrausch, der von da unten bis hier oben hierher kommt. Ich höre den also sehr gut hier. Ich denke mal, es kann sein, dass ihr den auch hört. Und es war, wie gesagt, den ganzen Tag Regen. Und jetzt sind die Katzen froh, dass hier auch der Wind und der Regen aufgehört haben. Jetzt müssen wir mal schauen, was die ganzen Katzen machen. Ich habe natürlich, wie immer, hier Katzen um mich herum. Da zum Beispiel der Pepper, der Drache, Jutta, dein Schnupfen kann man ja richtig hören, deine Nase scheint ja richtig verstopft zu sein. Die Jutta ist auch sehr, sehr anhänglich geworden, seitdem der Thomas nicht da ist. Die weiß halt nicht, wo der Thomas ist. Die soll auch nicht denken, dass der Thomas verschwunden ist, aber die ist sehr, sehr anhänglich geworden, seitdem der Thomas nicht da ist.
Die setzt sich beim Fressen auch sehr, sehr gut durch. Sie lässt sich also nicht irgendwie verscheuchen vom Napf oder so, sondern die fängt richtig an mitzufressen. Da sieht man jetzt die Bounty. Und ich kann die Riesenwellen von hier aus erkennen, ihr die durch die Kamera sicherlich nicht. Aber man hört das Meer bis hier oben her. Ich wohne hier auch direkt am Strand. Die Siedlung ist direkt am Strand, neben dem Oleander Hotel, was jetzt zu hat, was man da sehen kann. Es kommt Gebüsch dazu. Es ist alles sehr dunkel. Das Villaside hat auf. Das Villaside Residenz. Und die Siedlung ist auch ganz schön leer. Und Pelle, auf was wartest du denn da? Und da ist die Heidi. Also der Geräusch ist nicht der Wind, das ist das Meer von da unten. Das sind die Wellen, die man bis hier oben hört. Und mit was spielst du hier, Pirat? Dann spiel mal da weiter. Es sind weniger Katzen jetzt hier im Haus drinne. Die haben ja alle schon Futter bekommen. Und es hat auch sehr stark geregnet. Und jetzt können die halt rausgehen und das nutzen sie noch aus. Der Pepper will natürlich sein Schleckerli bekommen. Und schon mal die Jutta ist die neue Zicke. Die Zicke ist auch immer so anhänglich. Und egal wo ich bin, die Jutta kommt immer hinterher. Nicht wahr, Jutta? Und der Pirat scheint heute gute Laune zu haben. Der ist da die ganze Zeit am Spielen, schon draußen auf dem Balkon. Ein Sorgenkind, was Gott sei Dank seit ein paar Tagen nichts mehr hat, auch der Pelle nicht. Und bei dir, Jutta, komm mal her, zeig mal deine Nase. Na, na, keine Angst, du hast ja noch ganz tränende Augen. Man hört richtig deinen Schnupfen, deine Nase ist verstopft. Pepper, misch dich doch nicht immer gleich ein, wenn ich jemanden kraule, du Satellitengucker. Du springst immer einfach dazwischen und drückst deinen Kopf gleich gegen meine Hand. Na, Pamuk, bist du auch am Strohmann? Da kommt gerade Pamuk hochgelaufen. Und der Pirat? Scheint wirklich gut drauf zu sein. Na, seht euch das mal an, was für gute Laune der hat. Und auch ganz, ganz herzlichen Dank an das Publikum für die gesendeten Sterne während des Live-Videos. Zuletzt hier 100 Sterne von Gabi Podlenzig. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung der Straßentiere und der Seite Cats and Gold. Und Abby, du kommst am Freitag zur Kastration. Ich hoffe, du bist nicht schwanger oder so, ne? Hoffen wir mal. Ja, was willst du denn? Ich will gerade deine Nervensäge Milch geben, Bounty. Ich will gerade deiner Oma Milch geben.
Na, was ist? Jutta, wo willst du denn die ganze Zeit hin? Und Pamuk, was hast du wieder vor? Die Pamuk hat allerdings heute bei Emine und bei Elif im Zimmer geschlafen. Das ging alles die ganze Nacht gut. Die hat da sehr tief und fest geschlafen. Die wollte gar nicht da raus. Ich habe komm, Pamuk gesagt, habe ihn nur angeschaut. Und die hat wieder weggeschaut. Dann lief alles ganz gut und die haben das auch akzeptiert. Und dann bin ich morgens aufgemacht. Ich habe mich frisch gemacht und ich wollte dann in den Laden fahren. Und ich hatte schon meine Sachen an, meine Schuhe an und ich wollte gerade Pamuk holen. Ich bin dann hochgegangen und in dem Moment fängt Elif sie an zu verprügeln. Das war für mich ein riesengroßes Rätsel. Sie hat ihr die ganze Nacht nichts gesagt. Und 2 Minuten oder 1 Minute bevor wir aus dem Haus gehen, hat sie angefangen, ist sie zu verprügeln. Und Pamuk hat dann geschrien. Habe ich dann nicht gleich sofort da rausgeholt. Das war jetzt nicht so wild, aber Pamuk hat man gehört. Und deswegen habe ich gesagt, ja, Pamuk, das hättest du nicht machen sollen. Was sie doch immer gemacht hat, dass sie auf Elif auf einmal so sauer wurde. Denn wie gesagt, Pamuk war die ganze Nacht im Zimmer drin. Aber ein paar Minuten bevor wir losgefahren sind, ist sie dann. Komm, Nervensäge! Hat dann leider die Elif verprügelt. Gell, Nervensäge, komm mal her. Du bist echt. Heute wollte auch eigentlich die Putzfrau kommen. Aber bei dem Sturm hat sie auch abgesagt, logischerweise. Bei Sturm hätte sie auch nicht kommen brauchen, weil die Katzen sich dort alle verstecken im Haus. Ja, ihr habt doch alle schon Futter bekommen. Wollt ihr etwa nochmal Futter oder was? Ja, Nicole, du mit deiner verrosteten Stimme, du hast noch kein Futter gehabt. Das stimmt, tut mir leid. Ich habe gedacht, ihr habt alle schon Futter gehabt, du hast noch kein Futter gehabt. Komm. Komm, Nicole, ich gebe dir Futter. Komm. Ja, komm. Ja, schrei nicht so rum. Komm her. Bounty, du hattest auch schon Futter gehabt. Ja, hier. Schrei nicht so rum. Alles gut. Du mit deinem Schreien. Das hört sich ja wirklich an wie so eine Gans, wenn du anfängst hier zu schreien. Jutta, willst du schon wieder Futter? Hier. Dann bekommt jetzt noch ein bisschen. Hier. Ich glaube, Abby war auch noch nicht da. Wie gesagt, die haben alle Futter gehabt. Und so gierig sind die auch gerade nicht. Pamuk geht zum Trockenfutter, was da unten ist. Ja, Lady Di, schau mich nicht so an. Du machst immer Ärger. Und Pamuk, was hast du vor? Und Petra, was hast du da vor? Wo bist du denn hin?
Nervensäge, ich hab dir Milch aufgefüllt. Geh da hoch. Geh, trink deine Milch. Und Jutta kann 24 Stunden fressen, wirklich. Da kann man der ihr was hin tun und sie geht da ständig was fressen. Was schreist du rum, Nicole? Was schreist du rum? Die Nicole hatte auch eine ganz enge Freundin, wo sie Kitten waren. Das war die Doreen. Die ist leider an der Katzenseuche gestorben. Und mittlerweile ist sie auch eher ein Einzelgänger. Aber sie hatte Freunde gefunden gehabt, aber sie hängt immer noch seit längerem jetzt wieder. Verbringt sie viel Zeit alleine, also sie hängt alleine ab, sie verbringt viel Zeit alleine. Und Pamuk stromert hier herum. Und Pamuk macht einen großen Bogen um Nicole. Ja, was ist? Was ist? Du wirst gekraut werden, ne? Komm mal her. Ja, komm hier hoch, Nicole. Ich kraul dich auch. Komm her. Komm her. Komm. Komm her. Komm hoch. Komm her. Ja, komm her. Komm. Komm her. Komm, ja, okay, komm. Komm her, ist euch. Kraul dich. Komm. Hauptsache, schrei nicht so herum mit deiner lauten Stimme. Ich glaube, jetzt kraul ich dich, jetzt kommen alle anderen auch. Hier. Jutta kommt hierher. Der Drache ist gekommen. Und wir sehen, dass hier gekraut wird. Na Jutta, komm mal her, du kleine, süße Katze. Jetzt kommt auch die Zarte. Die kommt auch ganz im Kauen her. Das passt natürlich Jutta nicht, dass ich jetzt gerade die andere kaul. Aber Jutta, da musst du jetzt durch. Aber ich kaule dich natürlich auch zwischendurch. So, Jutta, jetzt müssen wir weiter das Video drehen. Ja, du findest kein Ende, ne? Wir wollen noch weiter schauen. Das Publikum will noch die anderen Katzen sehen. Nicht wahr, Pamuk?
Ja, Jutta, du mit deinem Schnurren, mit deiner verstopften Nase. Und Rache ist hier auch so eifersüchtig. Und Pamuk, was schaust du denn da? Und da sieht man jetzt auch ein paar Katzen und Lady Di ist in Kampfposition. Jetzt gegenüber Nicole, weil Nicole rumzickt. Das war doch schon als Kitten. Jutta, bald kommt Thomas nach Hause, okay? Bald kommt Thomas nach Hause. Petra? Na, mein Schatz, bist du auch hier? Ja, Petra und Pamuk sind ja einigermaßen gute Freunde. Na, Petra, Jutta meine ich, du stehst ja da wie so ein Erdmännchen. Aber schau mal, wer hier neben mir ist, die will doch auch gekraut werden. Nicht gleich eifersüchtig werden. Die kleine Jutta miaut mich an. Die ist alt, schau mal, wie böse sie schaut. Jetzt kommt die Silvia und die will auch gekraut werden. Ich kenne sie doch. Schau, sie kommt gleich hierher. Sie sieht, dass hier Kraulstunde ist. Wir haben hier noch ein Video vor uns. Psst, psst, Peppa! Weil Peppa, der war wieder gerade nicht freundlich und du musst ja aber psst, psst sagen. Dann läuft er gleich weg. Jetzt kommt noch der Freund rein. Der macht ja das Kittenfutter. So, Jutta, okay. Die Jutta miaut mich so an. Bounty, das tat weh. Das gefällt dir, Jutta, ne? Jutta, du bist gleich wieder dran. Sei nicht so eifersüchtig, wenn jemand anders krault hier. Also wie gesagt, die Jutta kämpft sich sehr gut durch bei den ganzen großen Katzen. Auch beim Futter, habt ihr das gesehen? Die ist immer, wenn es da Futter gibt, ist sie immer da mittendrin. Sie lässt sich nicht irgendwie wegschubsen oder so. Genau wie jetzt hier beim Krauen. Habt ihr es gesehen? Sie löst sie sofort ab. Und schaut mal hier die Jutta.
Jutta, du magst auch immer an meine Hand, an meinen Fingern zu knabbern. Und das waren die bunte Peppa. Mach keinen Stress da. Die Nervensäge. Nicole, Lady Di. Also die ganzen Zicken auf einen Blick da gerade. Nicole, Lady Di, Peppa. Dabei Peppa war mal hier der Liebste. Unter den ganzen Katzen. Das hat sich mit der Zeit so entwickelt. Dass er dann halt nicht mehr so lieb war zu den anderen. Jetzt hör auf die Jutta zu zicken, Bounty. Und die Abby ist auch gerade hier im Spielmodus. Nervensäge, deine Milch ist da oben. Ich hab dich von deiner Milch reingemacht. Und Pamuk versteckt sich hier unterm Sofa. Was auch immer sie da vorhat. Sie versteckt sich da, schaut mal. Na Pamuk, vor wem versteckst du dich? Ich hab dich aber entdeckt. Interessant, wie sie da durch die Gegend schaut. Und jetzt kommt die Bella. Was ist Nervensäge? Was schimpfst du schon wieder? Pelle ist hier gerade reingerannt. Na, wer versteckt sich da hinter der Tür? Wer versteckt sich da? Stiefkitten, bist du das? Na Corinna, dich habe ich schon vermisst. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich dachte schon, wo bist du? Jetzt kriegst du zu jedem ab. Wo hast du festgesteckt wegen dem Regen? Ich wollte gerade nach dir suchen gehen, ehrlich gesagt. Jetzt bist du von alleine gekommen. Jetzt fehlt nur noch die Prinzessin. Sonst waren alle hier. Also, es waren alle hier, außer die, die jetzt mittlerweile nur noch zum Fressen herkommen. So wie zum Beispiel Paloma. Ich weiß ja nicht, wo der sich tagsüber aufhält. Aber die Katja scheint richtig Hunger bekommen zu haben. Ich weiß nicht, wo sie festgehalten hat. Wegen dem Regen. So. Und es sind halt die Katzen, die immer hier sind. Und wenn sie dann fehlen, dann merkt man das auch, dass da eine fehlt. Jetzt fehlt gerade nur die Prinzessin, aber die muss sicherlich irgendwo in der Nähe sein.
Und Katja ist auch mittlerweile eine feste Katze hier. Na, Prinzessin, jetzt kommt ihr alle her, eine nach dem anderen. Wo habt ihr festgesteckt wegen dem Regen? Ja, geht da, ist Futter da. Geh ruhig dahin, da ist Futter da. Na, mein Schatz, komm mal her, wo warst du denn? Nass bist du aber nicht. Wo hast du dich versteckt vor dem Regen, hm? Wo warst du, Prinzessin? Wo warst du? Aber ich kann dir noch gleich mal sofort deine Augentropfen geben, wenn du schon hier bist. Prinzessin, komm mal her, meine Süße. Ich muss dich auch mal wieder dann zur Kontrolle bringen, vom Tierarzt, ob man dir denn noch die Augentropfen geben muss oder nicht. Dein Auge ist ja schon wieder leider zugewachsen. Ja, komm mal her. Ganz kurz, ganz kurz. So. Das ist ja, dass du Flüssigkeit ins Auge bekommst. Aber dein Auge ist ja schon wieder zugewachsen. Ich war Prinzessin. Ja, und die beiden Ausbrecher haben gefehlt gehabt und jetzt sind sie beide wieder da. Dann ist jetzt alles wieder gut. Die beiden haben gefehlt. Iris und Corona sind da. Petra ist da. Am Wochen sind alle da. Liebe Prinzessin, das ist die Schale vom Futter von eben. Da ist Futter für dich da. Du kannst gerne da essen gehen. Und das sind Feuchttücher. Kannst du auch in Ruhe lassen. Komm mal auf die andere Seite, Prinzessin. Geh mal dahin, ja? Geh mal dahin, wo das Futter ist, ja? Corona hat Hunger und Durst. Jetzt geht sie auch zum Wasser. Wie gesagt, sie war nicht lange nicht da. Elif? Ich frage mich gerade, ob Elif vielleicht draußen ist. Du hattest auch noch kein Futter, komm mal her, oder? Komm mal her. Du hattest auch noch kein Futter. Bella, so. Die Bella hat auch kein Futter. Jetzt hör doch mal auf, so immer rumzuschreien, du Nervensäge. Ich glaube, dich nenne ich Nervensäge 2. Die Nervensäge hat immer genauso geschrien gehabt. Und Pamuk ist halb in dieser Höhle da. Und halb draußen und denkt, sie wird nicht gesehen. Ja, Pepe, du kannst ruhig da bleiben, ich tu dir nichts. Die
Pepe ist gerade auch da runtergesprungen. Unter das Bett. Elif! Mach keinen Ärger. Petra, komm rein. Komm rein. Leon. Corinna. Bist du froh, wieder raus zu können? Hier ist die Corinna. Petra, wo willst du hinspringen? Was hast du vor? Und Elif, ich denke mal, du hast dich hier an die Umgebung gewöhnt vom Haus. Ich lasse dich auch jeden Tag lange raus. Iris, was macht ihr da oben, ihr zwei kleinen Gartenzwerge? Kommt runter da. Gleich fällt ihr da runter. Und dann hast du wieder eine verletzte Pfote. Ja, schön, dass ihr auch wieder raus dürft. Ihr wart den ganzen Tag im Haus. Schau mal. Der Katzenfeind mit seinen Plastikstacheln. Wie gut Iris darüber balancieren kann. Seht ihr das? Von Plastikstacheln, aber als wenn das Iris daran hindern würde. Na, Zicke, wo kommt ihr davon mal alle her? Wo wart ihr? Zicke ist auch jetzt wieder zu sehen. Und Jutta ist nicht zu überhören mit ihrem Schnupfen, dass sie auch da ist. Die muss ja gleich wieder ganz in meine Nähe kommen. Wieder so ein Regen, dass der Müll nicht mitgenommen wurde heute. In der ganzen Straße habt ihr euch den Müll vor der Haustür. Das heißt, ich bin der Einzige, der hier gerade wohnt. Man sieht auch, dass alles nass ist. Der Müll wird hier vor der Haustür abgeholt. Warte mal, die Katzen sind draußen und das freut sie auch sehr. Denn die waren die ganze Zeit drin. Und Elif, wo willst du jetzt hin? Aber ich denke mal, mit Elif wird es schon. Die gewöhnt sich hier ans Haus, an die Umgebung. Corinna, mit wem hast du dich da gestritten, dass du so wegläufst? Und Jutta,
Wie kletterst du denn da auf dem Baum? Ich glaube, du kannst nicht klettern. Oder bist du zu voll gefressen, dass du nicht da hochkommst, so viel du mal frisst? Kleine Jutta. Sag mal, Petra ist wie so ein kleiner Akrobatikerin. Die Petra ist überall zu sehen. Manchmal denke ich auch, was wohl die Ellie für ein Vorleben hatte. Schaut mal, die ist so glücklich rauszukommen. Sie ist so glücklich hier im Garten. Manchmal denke ich wirklich, was sie wohl für ein Vorleben hatte. Die fühlt sich manchmal selber wie so eine Außerirdische. Na, Elif, freust du dich auch raus zu können? Wie war dein Leben davor? Warst du wohl in einem Haus? Kam da jemand immer vorbei, mit dem sie sich gepaart hatten, dass deine Kinder weiterverkauft werden können? Was hattest du für ein Leben vorher? Das frage ich mich manchmal wirklich. Hier sind gerade die Katzen. Auch hier im Garten. Die eine sitzt hier, die Iris ist im Nachbargarten. Die Petra ist auf dem Baum. Die Zicke. Dann kommen die Zarte. Also man sieht, dass sie froh sind, dass sie wieder raus können. Denn wir haben einen ganz, ganz tollen Sturm gehabt, wie gesagt. Die fällt auch sofort auf als schneeweiße Katze unter den ganzen Katzen. Iris, was machst du denn im Garten? Komm mal raus hier. Und du schon, Abby, was machst du denn hier? Ich mache euch das Leben ein bisschen leichter. Ich mache hier das Tor auf. Ist sowieso keiner da. Könnt ihr ruhig hier in den Garten gehen und im Gras spielen. Und Iris klettert hier auf dem Baum. Und die haben hier solche riesengroßen Zitronen in dem Garten hier. Die sind so groß. Solche großen Zitronen habe ich noch nie gesehen, wie die sie hier haben. Bei dem Katzenfeind hier im Garten.
Eine richtig große Zitrone. Ob das wohl hier mit dem Dünger der Katzen zu tun hat? Weiß man ja laut denken. Na, willst du auch da reinmachen? In den Garten vom Katzenfeind. Und der Nachbar versucht hier wirklich alles abzusperren. Auch hier mit seinen komischen Plastikstacheln. Überall. Damit die Katzen nicht reinkommen. Aber da hat er leider riesengroßen Pech. Die Katzen kommen hier trotzdem rein. Ja, Iris, spiel ruhig darum, okay? Gefällt dir der Faden da, Iris, ne? Und was soll hier eine Katze kaputt machen in diesem Garten? Hier ist doch nur Gras da. Was soll eine Katze hier kaputt machen? Ich verstehe die Menschen wirklich nicht manchmal. Kommt ruhig alle rein in den Garten. Die Tür ist auf. Die Party kann beginnen. Geht ruhig alle in den Garten rein. Genau, spielt hier ruhig. Macht hier, was ihr wollt. Und Leon, ich weiß nicht, was du da vorhast. Du fällst da gleich runter. Ja, die Iris hat ihr Lieblingsspielbaum gefunden dort hinten. Iris, da scheinst du dich ja sehr wohl zu fühlen, ne? Wer macht da einen Stress? Corinna. Pepper, warst du das? Ja, Leon, du hast hier einen Tonplatz ausgesucht. Sieh dich mal hier an. Und wenn da gleich was runterbricht, mit den kleinen süßen Pfoten hier, wie du da hängst. Dann bist du da unten. Ja, Leon. Ich zeig dir mal an. Na, Leon. Pss, pss, pss. Kommst du da wieder runter? Da muss ich die Feuerwehr rufen. Hast du toll gemacht. Na, nicht, dass der rechte Ast gleich durchbricht. Warte mal, die Elif ist hier und Pamuk, ich habe gesehen, dass du rausgekommen bist. Denk nicht, ich habe dich nicht gesehen. Wo versteckst du dich jetzt hier schon wieder? Irgendwo hier musst du auch sein.
Na, Pamuk, hat nicht geklappt mit Verstecken spielen, ne? Ich hab dich entdeckt. Der Pamuk will spielen. Wie Katzen hier gerade sind. Alles hier voll mit Katzen. Und Pamuk läuft hier gerade durch die Gegend. Und Petra ist ja richtig flink. Ist auch hier. Jutta, was willst du hier? Hopp, hopp, nach Hause mit dir. Aber ich finde es auch schön, dass sie sich so untereinander verstehen. Und dass sie auch schön miteinander leben. Aber Pamuk springt gleich bestimmt die Petra an. Jetzt macht Petra dort ihr Geschäft hin. Sie hat einen trockenen Platz gefunden. Jutta ist hier. Jutta, du springst mir genau vor die Füße. Und Leon, schaust du jetzt von da oben? Ja, dann kommen wir wieder rein. Jetzt geht der Regen wieder langsam los. Na, Pamuk, na, du läufst richtig von mir weg. Na, meine Güte. Elif, bist du auch in dem Nachbargarten hier? Schau mal. Die Iris versteckt sich vor dir. Der passt es nicht, dass du hier in ihren Garten kommst. Und die Edith hat gerade die Zicke verscheucht. Elif, komm mal schnell in dein Zimmer rein. Was ziehst du dich hier mit jenen an? Schau dir mal deinen Schwanz an. Das geht bei dir eine Zeit lang gut. Nach einer halben Stunde greifst du dann alle an. Psst, komm her. Komm her.
Schau, wie die ganzen Kleinen vor die Angst haben. Die schauen dich ja alle an da. Guck mal, für dich ist für heute Feierabend. Komm mal schön mit. Das kann ja nicht sein, dass du hier alle attackierst auf einmal. Hopp, hopp. Ab mit dir in dein Zimmer. Das geht so gut eine Stunde lang und nach einer Stunde übertreibst du dann immer. Kannst du jetzt hier schön zu deiner Tochter. Sie vermisst dich bestimmt auch, ja. Was für ein Mädel, wirklich, ey. Hat sie ja nicht aufgehört, ihr hinterher zu laufen. Ja, Petra, ich lasse es nicht zu, dass sie dich haut, ne? Keine Sorge. Ich lasse es nicht zu, dass sie dich haut. Alles gut. Und Prinzessin, dir tut sie ja nichts. Ich glaube, jetzt bist du auch entspannter, ne? Iris, weil Elif wieder weg ist. Jetzt bist du entspannter, ne? Weil Elif weg ist. Ja. Na, Kinders, dann die rein sollen, soll mal reinkommen, denn gleich geht der Regen wieder los. Es fängt schon an, ein bisschen zu tropfen. Pamuk, lauf doch nicht weg. Ich fange dich nicht ein. Ich wollte nur schauen, ob du hier bist. Und Pamuk, da sieht man noch Sylvia, Heidi, Leon. Corinna. Iris. Jetzt kommt Phyllis. Und Pamuk will auch gerne spielen mit den anderen. Das sieht man auch. Und Leon? Die Iris ist auch ganz aktiv heute. Aber wie gesagt, die waren den ganzen Tag zu Hause. Und Pamuk läuft weg, wenn sie mich sieht. Und Heidi und Felix, die beiden Katzen, die zusammen aufgewachsen sind, sind jetzt da oben. Und Pamuk hüpft hier durch die Gegend. Leon und Corinna sind da. Leon, warum haust du Pamuk?
Was hat sie dir getan? Sie hat dir nichts getan. Ja, Abby, ich weiß nicht, was du da vorhast. Aber du bist zu hoch auf dem Zitronenbaum. Das sind richtig neugierige Tiere, Katzen. Jetzt ist die Corinna auch da. So, Pamuk, so, jetzt komm rein. Es fängt an zu regnen. Lauf nicht weg. Ich will dich nicht einfangen. Schau, wie schnell sie wegläuft. Jetzt geht das Katz und Maus schon wieder hier los. Er sagt, sie fang mich doch. Ja, Pamuk, wo bist du da? Ich habe dich gesehen. Von diesem Garten gehst du bitte nicht rein. Es fängt an zu regnen. Du kommst mal bitte rein, okay? So, geh mal bitte rein, Pamuk. Geh mal rein, bitte, ja? Und du Nervensäge. Hast du deinen Milch getrunken? Jetzt geht sie sich nochmal stärken. Die Jutta ist auch gleich mit dabei.
Wer ist der Brutale da? Du das etwa? Pünktchen. Die hat auch manchmal ihre 5 Minuten. Iris, komm jetzt rein. Du hast genug getobt. Komm. Komm rein. Prinzessin, komm. Komm auch rein. Gleich geht der Regen los. Nicht, dass ihr wieder irgendwo hängen bleibt. Und Silvia, du hast ja einen tollen Aussichtsturm. Corinna, komm du auch rein. Los. Sind Regenwolken über uns. Es kann jeden Moment anfangen, richtig toll zu regnen. Und nicht, dass sie dann irgendwo hängen bleibt. Von daher alle runterkommen. Alle reinkommen, runterkommen, reinkommen. Nicht wahr, Pamuk? Vor allem gilt das für dich. Ich habe keine Lust, dich wieder 24 Stunden zu suchen, wenn du irgendwo stecken bleibst. Du bist so neugierig. Silvia, du hast mich erschrocken. Komm rein, Prinzessin. Corinna, komm du auch rein, ich sehe dich dort hinten. Katja meine ich. Hier die Tür zu. Und Pamuk hast doch schon wieder feuchte Augen, ne? Geh mal rein in dein Nest, Pamuk, und ruh dich mal da ein bisschen aus, okay? Schau mal, die anderen sind auch alle hier. Prinzessin ist hier. Katja ist hier.
Die Petra ist auch hier. Und du, warum kommst du her zum Fressen? Das gleiche Futter hast du doch da oben. Willst du die Katzen hier ärgern oder was? Da sieht man ein Pünktchen. Jetzt kommt die Sylvie auch hier rein. Die Sylvie will einfach gekraut werden, sie gibt sonst keine Ruhe. Da muss man die ein Stück rausschneiden. Ich habe echt manchmal, ich muss hier jemanden einstellen, der sich um die Katzen kümmert, während ich nicht zu Hause bin. Dass sie auch gekämmt werden, gekraut werden. Es geht ja nicht immer nur ums Zuhause und ums Futter. Die wollen ja auch Aufmerksamkeit. Die wollen gekraut werden, gekämmt werden, gestreichelt werden. Und dafür habe ich halt wenig Zeit. Den ganzen Tag hier, die ganzen Pflegen. Nicht wahr, Pamuk? Schaut mal, wie Stiefkitten da jetzt liegt. Der fühlt sich ja ganz wohl. Ja, Pünktchen, dann geh mal raus hier. Dann kann ich die Tür zumachen, dass Pamuk nicht rausgeht. Dann können wir auch mal kurz zur Emine rein. Silvia, kommst du auch mal hier raus? Du gehörst ja auch nicht rein. Geh mal auch hier raus. Komm, los, los, hopp, 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 raus mit dir. Komm. Raus mit dir, nicht, dass du jemanden von den Kleinen haust. Heißt nicht, dass du hier nicht rein darfst, aber wenn ich hier unter Aufsicht bin, darfst du gerne hier rein. Dann mache ich jetzt hier die Tür zu. Emine, komm mal mit runter, Katja, komm, komm, gell, Katja, gell, gell, psch, 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 gell, gell, komm mal her, komm mal hier rein, komm mal hier unten hin, Katja, komm, komm, komm mal her, Katja, nein, nicht dahin, nicht der Kleinen wehtun, weil die Mama dir wehtun will, die ist noch ein kleiner Gartenzwerg, komm her, Katja, komm, so. Na, Baby Emine, was versteckst du dich da hinter der Wand? Was versteckst du dich da? Nee, Leon, du gehst da bestimmt nicht ins Zimmer rein. Baby Emine versteckt sich nämlich hinter der Wand. Und der haut sogar Elif, so rotzfrech ist der, wie man ihn kennt. Den Leon. Komm raus da, komm raus da, komm raus da,
Raus da, Leon. Und du bist auch ein bisschen nass geworden. Leon! Raus! Ja, der ist ja ganz mutig. Der haut da sogar Elif. Jetzt geht Elif schnell ins Zimmer rein. Und denk nicht, dass das wäre bestimmt einer, der der Kleinen was antun würde. Der durfte ja niemals zu den Kleinen. Der wird sie gleich erwürgen, glaubt mir, der Leon. Man hat ja gesehen, als Kitten wieder mit der Prinzessin und mit Felix umgegangen ist. Der Satellitengucker. Iris, komm. Komm mal her. Komm, keine Angst vor Elif. Komm mal her. Wir haben alle Angst vor Elif, die jüngeren Weibchen. Schau mal, wie sie unter Panik hier ist. Und Babymine? Was wartest du denn da, du süße Maus, hä? Auf was wartest du denn da? Du denkst doch, Mama, warum gehst du mal weg, ne? Schau dich mal die kleine süße Emine an. Keine Angst, Emine. Keine Angst, mein Schatz. Keine Angst, okay? Keine Angst. Die Tür ist auf, wenn ich hier bin. Sonst kommt keiner zu dir rein. Keine Sorge. Ich passe schon auf dich auf. Du brauchst dich nicht hinter der Heizung zu verstecken. Du brauchst dich nicht hinter der Heizung zu verstecken. Komm da ruhig raus. Es kann dir keiner was antun, wenn ich hier bin, okay? Das verspreche ich dir. Komm mal raus, du kleines Baby. Komm mal raus. Sei mal ganz entspannt hier. Sei mal ganz entspannt, kleines süßes Tier. Komm mal her. Sei mal ganz entspannt. Na, jetzt will sie noch spielen. Jetzt will sie noch spielen. Jetzt will sie noch spielen. Das kleine Baby. Na, Emine, du scheinst dich auch ganz wohl zu fühlen.
Ja, man sieht, dass es Emine im Allgemeinen auch ganz gut geht. Ich mache dir mal deine Augentropfen. Das Weiße, was noch in deinem Auge ist, soll in 2, 3 Tagen weg sein, meinte der Tierarzt. Da bin ich gespannt, ob das wirklich weg ist. In 2, 3 Tagen. Du hast ja schon fast dein ganzes Feuchtfutter hier weggegessen. Muss hier nochmal was holen. Hat ja fast alles weggegessen, das habe ich vorhin aufgemacht. Aufgefüllt meine ich. Aufgemacht, sage ich. Aufgefüllt. Ja, Emil, dann hole ich auch mal gleich deine Mama hier rein. Schon mal deine Mama will dahin, wo die Kitten sind. Komm mal her, Baby Iris. Keine Angst. Geh mal sonst ins Zimmer rein. Jetzt fehlt nur noch die Corinna. Und dann sind alle im Zimmer. Und Zicke, wenn du gerne rein willst, kannst du auch gerne rein. Ja, und somit haben wir gesehen, dass es den Katzen allen zu Hause ganz gut geht. Nur die Nervensäge muss halt zur Spritze. Und ich hoffe wirklich, dass ich sie morgen bekomme. Denn es ist mir wirklich soweit bei ihr mittlerweile. Braucht ihr Langzeit Antibiotika? Und ich halte euch natürlich auf den Laufenden mit dem, was hier immer mit den Katzen passiert. Ich möchte mich für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Und jetzt ist die Corinna gekommen. Seht ihr, wie sie alle in ihr Zimmer rein wollen? Seht ihr das? Komm hier rein. Komm, geh rein. Komm, 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 Corinna. Komm, komm, komm. Seht ihr, die kommen hier von alleine ins Zimmer rein. Das hier, weil die wissen, hier sind sie sicher. Außer die Pamuk, die fühlt sich irgendwie hier unwohl. Ich weiß auch nicht, was sie genau hat. Aber die sieht halt immer so böse aus, oder vielleicht täusche ich das auch nur. Ja, und dann sage ich halt bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Und tschüss.